Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Terranigma. Ja, wir haben eine Runde geschlafen, einen Auftrag von Ladyfighter erhalten und jetzt geht es ab zum Hafen. Wir sollen Prinzessin Melina in Sicherheit bringen. Aber vorher werden wir noch einen brettern. Hoffentlich war das Bier. Na gut. Na Heinz, was geht? Was Neues irgendwie? Ach ja, immer noch nichts. Ich vergesse es immer, dass ich dafür erst Metall besorgen muss und so. Na gut, dann wollen wir mal. Da ist sie, die Prinzessin, mit Lady Fighter und dem Kapitän. Bist du arg? Wir werden gleich ablegen. Begib dich an Deck. Ja, okay. Aber erstmal noch mit den Mädels reden. Du bist hier. Gut. Das Schicksal der Prinzessin liegt in deinen Händen. Prinzessin, bitte geht an Bord. Ich werde das nächste Schiff nehmen. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Sei vorsichtig, Ark. Ja, da geht's auf hohe See. Und nanu, irgendwas passiert. Prinzessin, du wirst dich hier draußen noch erkälten. Ja, finde ich auch, hast ja recht. Natürlich, das übliche Schweigen. Ja, ändert sich nichts. Wenn du auf das Meer starrst, erwachen die Geister und... holen dich. Du könntest einen kleinen Schreck bekommen. Nur einen? Wenn du seekrank wirst, solltest du dich in deiner Kabine hinlegen. Leute, ich war einmal... das ist Jahre her. Da war ich mal Hochseeangeln. Mehr so als Begleitung. Weil ich das alles mal miterleben wollte, weil ich bin jetzt nicht so irgendwie großer Angler oder so. Ich war halt gerne dabei, einfach nur so ein bisschen mit Freunden dabei chillen, ne? Und Leute, ich hab mich da so bekotzt, weil mir da so schlecht wurde. Eine gute Brise. Diese Reise wird in die Geschichte eingehen. Nee, wirklich, ich war das, also wenn man das erste Mal so auf dem... Schiff konnte man das noch nicht nennen. Das war mehr so ein Fischerboot, ein bisschen größer oder was wir da hatten. Auf jeden Fall, also, ja, erste Mal auf See und dann gleich mit so einem Wellengang beim Hochseeangeln, ja. Wenn wir Erfolg haben, werden viele Menschen mit uns reisen. Dieses Schiff ist die Brücke zwischen den Kulturen. Ich bin glücklich. Na, sehr schön, dass du glücklich bist. Captain Iglo. Genau, ich nenne ihn jetzt Captain Iglo. Was sind denn Fässern? Bier? Ja, ich hab's mit Bier, ne? Schlimm, ich darf kaum noch Bier konsumieren. Aha, eine Truhe. Die ziehen wir einfach mal ab. Ah, nee, doch nicht. Wir haben davon schon reichlich. Dann legen wir uns eben ins Bett. Ja. Kaum hat der Part angefangen, schon ist er wieder am Pennen, der faule Sack. Hä? Was? Oh. Leute, das war gerade das berühmte Illusion of Time Problem. Ich war nur am Steuerkreuz und die Schrift ging weg. Wie war das? Was war das? Das war doch nicht Melina? Ach stimmt, sie hat geschrien. Ich erinnere mich wieder. Spiel's ja nicht das erste Mal durch. Spiel es ja nicht das erste Mal durch, ne? Oha. Ein Geist. Und Melina liegt am Boden. Ah, Illusion. Der war real, okay. Das ist jetzt so ein ähnliches Spielchen wie bei den Hexen. Nur, dass man hier keinen sicheren Treffer hat, oder... Also ich habe zumindest nie drauf geachtet. Ah, lass mich!
Wieso? Warum zum Teufel? Geht weg! Alter, jetzt bin ich wieder zu blöde, um die zu treffen. Die haben eine sehr seltsame Hitbox, oder? Ich muss wirklich genau die Fresse treffen. Alter, das ist doch wohl... Gehen die mir auf den Sack. Eigentlich müsste ich den schnell umhauen können. Immer diese Illusionen. Hey, es wird weniger, ne? Dann habe ich die Illusionen also auch töten können. Oder auch nicht. Ey, guckt euch das mal an, die Hitboxen, Alter. Ich bin gerade mitten durch die durchgeflogen. Das hatte ich so gar nicht in Erinnerung. Aber das ist eigentlich ein sehr leichter Kampf. So, ist es immer der, der zuerst erscheint? Nee, diesmal nicht. Aber der zweite war real. Oh, wir haben es geschafft. Na gut. Alles in Ordnung, Prinzessin? Ja. Sie redet. Sie redet! Du bist ein seltsamer Mensch. Ich bin keine Prinzessin mehr. Du musst nicht länger bei mir bleiben. Nun, er hat den Auftrag erhalten. Und Ark ist halt, also nicht so, also ich würde jetzt mal behaupten, er ist im Lauf seines Lebens ein wenig reifer geworden. Am Anfang war er ja der Tu-nicht-gut, falls ihr euch erinnert. Und jetzt erfüllt er auch Aufgaben, die man ihm aufträgt und bringt die auch zu Ende. Warum kamst du? Deinetwegen. Ich glaube, ich beschützte dich, da du einer guten Bekannten ähnlich siehst. Einer Bekannten? Sehe ich ihr tatsächlich ähnlich? Ähnlich ist gar kein Ausdruck. Ihr seht aus wie Zwillinge. Und unsere Persönlichkeit? Eigentlich würde ich ja schon sagen, verschieden. Aber ich antworte hier mal mit recht ähnlich. Also im Endeffekt ändern sich nur ein paar Sätze, wenn man anders antwortet. Es ändert sich jetzt nichts in der Story an sich. Ich dachte, du bist ein richtiges Ekel. Doch nach allem... Ehrlich? So schnell lernt man einen Menschen kennen. Vielleicht bist du ja jetzt enttäuscht, dass ich wie sie aussehe. Nein. Ich möchte alleine sein. Bitte lass mich. Aber eines möchte ich noch sagen. Danke für meine Rettung. Ja gut. Dann bleib du mal schön da draußen und ich gehe pennen. Toller Bodyguard, ne? Was ist das für ein Knacken im Sound? Hört ihr das auch? Also, es ist jetzt nicht stark störend. Zwischendurch höre ich da aber was. Also, ich gucke mal, ob ich das bearbeitet kriege oder ob das bei der nächsten Aufnahme wieder ist. Beziehungsweise, ich werde hier mal auf meiner Slot speichern und dann gucke ich mal. Ansonsten nehme ich diesen Part vielleicht neu auf. Wenn ihr das hier hört, dann wisst ihr, ich habe es nicht neu aufgenommen. Weil irgendwie, keine Ahnung, was da los ist. Na gut. Land! Ich sehe Land! Ja, da schippern sie weiter. Nordamerika legen sie an, oder? Und er liegt am Boden. Ark! Hey, Ark! Du Schlafmütze. Piek, piek. Dann stehst du endlich auf. Wir sind da. Huch. Was? Was? Land?
Das Feuerland? Wir sind da? Wo ist die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Wie bitte? Anstatt zu trödeln, sollten wir an Land gehen. Ja, Fluffy, wenn du das sagst. Na? Du bist wohl nicht besonders schnell. Alle anderen sind bereits an Land. Du bist Ark, richtig? Falsch. Ich bin dein Vater. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Ich habe einen Brief des Mädchens für dich. Sie ist vor einer Weile alleine an Land gegangen. Frauen eben. Ein Brief. Na gut, dann lesen wir diesen Brief doch mal. Oh Gott, bin ich doof, da war er doch schon. Ark liest den Brief. Ach nee, ich dachte, er baut einen Papierflieger. Danke, Ark. Ich möchte dir aber nicht mehr zur Last fallen. Ich bin diejenige, die den König ermordet hat. Leute, erinnert ihr euch noch? Irgendwer hat's doch vermutet. Dass man's komisch findet, die Prinzessin verschwindet und der König ist tot? In meiner Kindheit vertrauten mir meine Eltern ein Geheimnis an. Der König zerstörte unser Dorf und adoptierte mich. Er benutzte mich lediglich, um mir das Geheimnis zu entlocken. Ich hatte keine Wahl und konnte die Vergangenheit nicht vergessen. Nicht nur der König gierte nach dem Geheimnis, auch andere. Faida erkannte die Situation und verbannte mich aus Loar. Ich kann nicht noch mehr Leute in diese Sache hineinziehen. Vergib mir bitte meine Grausamkeit. PS, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Leute, ihr habt ja auch in den vergangenen Parts da, als ihr das im Dorf Festerwald erledigt haben, habt ihr ja auch ein bisschen über die Vergangenheit erfahren. Was sagt ihr? Jetzt mal ehrlich. Ich kann Melina voll und ganz verstehen. Aber wir betreten jetzt mal Liberita. Hey du, red mit mir. Du bist zum ersten Mal in Liberita? Hier ist ganz schön was los. In Liberita tummeln sich immer viele Touristen. So, ich muss jetzt aber gerade mal kurz einen Blick auf meine Waffen und so werfen. Ich weiß, hier kann man sich so einiges noch kaufen. Wobei, also Eispickel war das Stärkste, was ich hatte. Das wissen wir schon mal. Ins Hotel gehen wir hier jetzt nicht. Da, 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 da. Ich verwechsel immer die Heiligs zum Kaufen. Und das war ja der mit den Heilmitteln und so. Items. Gott, Alter, wann kriege ich denn hier endlich mal... Diese Waffe erhöht die Kraftpunkte. Aber nee, die ist schwächer als unsere... Ja, das ist der Eispickel, den wir gefunden haben. Die Rüstungen haben wir auch schon. Ja, also eigentlich brauchen wir uns hier noch nichts zu kaufen. Oh, ich mag den Klang von Liberitas Musik hier. Im Westen liegt der reißende Colorado. Wir wollten eine Brücke bauen, aber es war ein glatter Reinfall. In Liotto soll das ganze Jahr ein großes Fest stattfinden. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Ich liebe es. Was? Wer bist du denn? Bist du zufällig Skate Hunter aus Streets of Rage? 2 und 3 und so? Ja, hüpf, hüpf, hüpf kann ich auch. Okay, Skateboard fahren kann ich nicht. Hey Bruder, wie siehst du denn aus? Krach mit der Freundin, ha? Huh? Freund der Nacht, ich werde dir was zeigen, das dich aufheitert. Danach sagst du mir deine Meinung, einverstanden? Thank you.
Na, der ging aber gut ab, oder? Na, wie war's? Geht's dir besser? Ja, und ob? Wow, coole Show. Mit mir ist alles wieder in Ordnung. Ich wusste es. Die Skateboard-Kunststücke hauen jeden vom Hocker. Du warst auf diesem Schiff? Dann kommst du also von weit her. Hey, wie wär's? Du kommst mit mir und erzählst den Kleinen darüber. Sei nicht so nur auf einen Sprung. Na gut. Beim Reden schon. Deine kleinen Kumpel? So ungefähr. Komm mit mir. Na gut, Perry. Ich komm mit. Ich folge dir unauffällig. Obwohl, sieht das unauffällig aus, wie ich hinter ihm herwackel? Wir haben einen Gast. Kommt alle mal her. Ich möchte euch jemanden vorstellen, der kommt von weit her. Los, Kinder, kommt her. Es gibt noch ein älteres Kind namens Will, aber er ist nicht hier. Von links, Angie, Wolfie, Harry, Adi. Hey, wo ist Anita? Perry, Anita sucht draußen nach Will. Was? Aber sie ist doch so klein, oh mein Gott. Hör zu, ich werde nach Anita suchen. Niemand geht, bis ich zurück bin. Tut mir leid, aber du hast es ja gehört. Warte eine Weile, gut? Oh, diese Texte manchmal. Aber ihr seht schon, wohin das führt. Wir müssen hinterher, ne? So. Der älteste Mann hier heißt Will. Moment mal, hieß es nicht Kind? Ja, muss so ein Übersetzungsfehler von Claude Boyce sein. Erst Kind und bla, und, ne? Will baut ein Flugzeug. Cool, oder? Bist du Perrys Freund? Dann bist du auch unser Freund. Anita sagte, sie wird Will treffen. Er baut in Seeheim ein Flugzeug. Ja, das ist ja schön. Aber könnt ihr mir mal verraten, warum ihr hier mit mehreren Leuten nur ein Bett habt? Ich habe Fragen. Ah ne, lieber nicht. Aber ich denke mal, wir werden im nächsten Part dann nach Anita suchen. Also Leute, dann haut mal rein.